Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Alpen Academy Tourenplanung. Heute schauen wir uns eine mittelschwere Wanderung an, die über zahlreiche Gipfel verläuft und die man innerhalb der Tour auch nochmal um viele einzelne Gipfel erweitern kann. Die Tour ist öffentlich vollkommen erreichbar, also wirklich unproblematisch. Man braucht überhaupt kein Auto, weder an Start noch Endpunkt. Man geht keine Strecke eigentlich doppelt, wenn man das nicht möchte. Man kann quasi eine lange Linie gehen. Man hat sehr viele verschiedene Einblicke und Ausblicke. Und man hat wirklich teilweise sogar ganz viele verschiedene Vegetationszonen, in denen man unterwegs ist. Das heißt, die Tour ist was für alle Wanderer, für alle Leute, die gerne im Raum Tirol unterwegs sein möchten. Auf langen, ausgedehnten Tagestouren, die aber auch schon ein bisschen fitter sind. Der Startpunkt ist, und so absurd das klingen mag, es wird tatsächlich nicht ansatzweise so schlimm und überlaufen, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, aber der Startpunkt ist beim Patschakofel in Innsbruck. Und meine Überlegung damals, als ich die Tour für mich entdeckt habe, war, ich möchte eine Tour finden, die ich öffentlich erreichbar machen kann und von der aus ich aber irgendwie doch in einsamere Regionen vorstoßen kann. Öffentlich angebunden ist in Innsbruck meistens nur touristisches Zeug, deswegen starten wir eben am Patschakofel in Innsbruck. Wir gehen da eine relativ gut angelegte Straße hoch. Das ist im Prinzip hier alles Skigebiet, das sieht man auch im Winter, dass das hier teilweise nicht so schön aussieht, aber insgesamt ist es eine relativ gut erhaltene Weide im Sommer und die gehen wir eigentlich mal langsam aber stetig hoch bis zum Heiligwasser nach oben und auch da folgen wir dann einer Forststraße, die dann einfach nur noch eine Schotterstraße ist. Wir gehen ein, zweimal unter der Bahn durch, das kriegt man logischerweise auch mit, wenn da eine Bahn über einen fährt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr viel ruhiger, als man es glaubt, denn im Sommer ist der Patschakofel hauptsächlich ein Erholungsgebiet für Touristen und die fahren eben mit der Bahn hoch und deswegen ist es auf der Straße, selbst an Samstag oder Sonntag, so habe ich es zumindest in der Vergangenheit immer wieder erlebt, wirklich angenehm ruhig. Deswegen können wir das fast schon, obwohl es mitten im Skigebiet ist, als eine recht angenehme Tour, was die Frequentierung betrifft, bezeichnen. Wir gehen auch an Heiligwasser vorbei, immer weiter die Straße hoch und zugegeben, an dem Teil ist der Weg noch nicht ganz so spannend. Tatsächlich gab es früher eine Abkürzung über einen kleinen Waldweg, über einen Jägersteig, der hier immer diese Serpentinen der Forststraße abgekürzt hat. Das gibt es leider nicht mehr, der ist verwachsen und ich finde das auch in Ordnung. Dafür muss man halt jetzt 1-2 Kilometer mehr hinlegen und das eben auf einer Forststraße. Trotzdem, dadurch, dass der Wald recht dicht ist, ist es ein sehr, sehr schönes Setting, in dem man hier wandern geht. Im Prinzip folgen wir dieser Forststraße ewig und ewig weiter, bis wir irgendwann an einer Abzweigung ankommen, die uns nach links Richtung Lanseralm führt. Also wenn wir gerade weitergehen und der Serpentine nicht folgen. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir jetzt auf einen richtigen Bergpfad. Der ist am Anfang noch etwas breiter und ausgetretener. Später wird er dann etwas kleiner. Man kommt hier an einem kleinen, ja, so wasserfallähnlichen Bach vorbei. Das blende ich euch natürlich ein. Und kommt dann letztlich zur Lanseralm. Wer hier schon einen ersten Stopp braucht, kann den natürlich gerne machen. Die ist im Sommer auch offen. Dann geht's weiter über einen recht steilen Bergpfad durch einen Wald. Im Prinzip sehr unschwer. Aber doch eher steiler. Es gibt da viele verschiedene Wege, wie man da durchkommen kann. Es haben sich über die Jahre sehr, sehr viele einzelne Pfade ergeben, wie man über den Waldboden marschiert. Ich empfehle natürlich im Sinne des Schutzes der Wege immer den größtmöglichen Weg zu nehmen, um den kleinen Wegen auch wieder ihre Regenerationszeit zu geben. Da queren wir dann irgendwann ein Stück unter dem Adlerweg, zu dem wir gleich noch kommen, nochmal vorbei. Wir machen hier also im Prinzip einen kleinen Umweg und das führt uns dann zu einer Abzweigung Richtung Adlerweg bzw. eben Richtung Zirbenweg. Am Patschakofel aus direkt kommen wir nicht vorbei, das heißt auch von diesem Touristentrubel kriegen wir herzlich wenig mit. Und am Adlerweg geht's dann eigentlich ein bisschen mehr in der Masse, denn da gehen viele Leute spazieren, kurzerhand mal an denen vorbei und kommt dann zur Bosch-Ebenhütte. Bei der Bosch-Ebenhütte geht's auch nochmal vorbei und ab hier ist eigentlich schon wieder relativ tote Hose angesagt, denn an der Bosch-Ebenhütte drehen die meisten Touristen um, ein paar Wanderer bleiben am Weg. Der Weg ist gut ausgebaut, relativ breit, man kann überall überholen, das heißt, es kommt einem nicht so vor, als würde man im Stau stehen, auch wenn vielleicht mal ein bisschen mehr los ist. Wir gehen hier immer weiter, verlassen dann den Zirbenweg, der schon runter Richtung Rote Wand führen würde und dann später auch zur Tulfeinalm.
und bleiben auf dem, ich sage jetzt mal, gerade ist ein bisschen viel gesagt, auf diesem Kamm relativ weit oben und irgendwann steigt die Sache dann auch deutlich mehr an. So nach 9,9 Kilometern kommt dann wirklich auch die erste stärkere Steigung wieder daher. Nun kommen wir zur Vigarspitze als ersten planmäßigen Gipfel. Da geht's einmal steil hoch, auch ganz unschwierig. Und auf den Gipfel hoch ist eine sehr, sehr schöne Aussicht auf die Sonnenspitze beziehungsweise natürlich auf das komplette Inntal Richtung Karwendel. Wir können denselben Weg wieder zurückgehen. Wir können aber auch im Sinne unserer Kilometer, die wir noch vorhaben, die Überschreitung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ja, die Überschreitung der Vigarspitze machen. Dafür steigen wir hier sehr steil ab, brauchen ein, zweimal die Hände, dann ist es ein bisschen einfacher und sind hier dann schon wieder auf einem Wiesensattel angekommen. Diesen Wiesensattel folgen wir dann wieder bis zur Abzweigung, ganz, ganz wichtig, halten wir uns hier aber rechts und biegen nicht links Richtung Neunerspitze ab. Wir gehen weiter auf die Sonnenspitze und dafür ist es jetzt wichtig, hier zäh zu bleiben an der Abzweigung, die eigentlich ins Tal führen würde, bleiben wir links und kommen dann in ein doch recht steil ansteigendes Stück, auch mit den Serpentinen und hier wird es richtig zäh. Man sieht die Hütte eigentlich wirklich, bis man davor steht, nie so richtig. Es wirkt wirklich so, als würde es nie enden, aber nach ungefähr einer halben Stunde weiterem Zeitaufwand steht man dann wirklich vor der Hütte. Für uns ist die Tour aber dann natürlich noch nicht vorbei. Wir gehen jetzt noch einmal links hoch auf die Sonnenspitze, ein sehr, sehr schöner Aussichtsgipfel. Wir gehen dann nochmal rechts hoch auf den Glungitzer, falls man den auch noch unbedingt mitnehmen möchte. Muss man nicht machen, er ist nicht so viel imposanter als die Sonnenspitze, mit dem kleinen Unterschied, dass man vom Glungitzer aus einen wahnsinnig schönen Blick Richtung Osten hat, den man einfach von der Sonnenspitze nicht hat, weil der Glungitzer eben teilweise im Weg ist. Deswegen Glungitzer kann sich auch auf jeden Fall nochmal lohnen, wenn man darüber schaut. Danach geht's nochmal zur Glungitzer Hütte runter. Ich empfehle dort jedenfalls das Essen, sehr lecker. Wenn man Glück hat, dann hat man vielleicht gerade im Frühjahr noch ein paar Altschneefelder oder im Frühsommer besser gesagt und kann hier ein ganzes Stück über Schneefelder abfahren. Nicht mit Ski, sondern mit Schuhen. Und das erspart einem wirklich sehr viel vom Abstieg. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben über den ganz normalen Weg runter. Das sind ein ganz normaler, steiler Bergpfad, sehr unschwierig, etwas, ich sag jetzt mal, exponiert für Wandererverhältnisse, für Bergsteiger und bergerfahrene Leute ist es aber jetzt nicht so unbedingt das große Problem, sondern es ist einfach ein exponierter Bergweg, aber sehr einfach, wandermäßig eben, bis zum Tulfainjöchel und vom Tulfainjöchel können wir dann nochmal zur Bergstation vom Scharpenkogel und dann auf den Scharpenkogel selbst hoch. Ich gebe zu, die Region um Tulfainjöchel und Scharpenkogel ist etwas trostlos, denn man sieht so ein bisschen das Skigebiete einen großen Schaden an der Natur anrichten. Das ist halt nun mal Fakt und wer es nicht glauben will, sollte dringend genau diese Tour, die ich hier geplant habe, gehen. Im Prinzip ist das Ganze eine wahnsinnige Wüste, aber das ist ein wirklich kurzer Streckenabschnitt. Hier ist es die ganze Zeit sehr schön, da unten ist es wirklich dürftig, aber sobald man über den Scharpenkogel drüber ist und wieder auf diesem Kamm entlang geht, ist es eigentlich wieder eine sehr, sehr schöne Tour und man kriegt von dieser ganzen Skigebietsproblematik überhaupt nichts mit. Hier verläuft die rote Piste, die im Winter betrieben wird von der Glungitzer Bahn. Dann können wir hier links abbiegen und über den München-Venedig-Pfad immer weiter runter, über eine Forststraße, eine Schotterstraße und dann in den Wald hinein. Wir müssen nicht hier unbedingt rechts bleiben, über diesen München-Venedig-Pfad. Wir können auch hier links auf die Forststraßen, wo wirklich kein Mensch unterwegs ist. Ich weiß es, weil ich habe die Tour schon ein paar Mal gemacht und es ist wirklich kein Mensch unterwegs. Und hier können wir uns dann bis zum Parkplatz der Glungitzer Bahn laufen lassen. Und hier fährt dann tatsächlich wieder direkt von der Talstation ein Bus. Und mit einmal umsteigen kommen wir sogar wieder zum Startpunkt zurück innerhalb von 20 Minuten. Das heißt, wer mit dem Auto kommt und beim Patscherkofel parkt, der kann tatsächlich vom Endpunkt innerhalb von 20 Minuten mit dem Bus wieder zurück zum Patscherkofel. Und das rundet die Tour eigentlich ganz gut ab. Und damit kommen wir aber jetzt zur ganz wichtigen Ergänzung. Wir haben bei dieser Tour 26,6 Kilometer Streckenlänge, 1843 Meter im Aufstieg und 1900 Meter im Abstieg. Das ist eine ganze Hausnummer, aber ich kenne den einen oder anderen bei uns in der Community, der sagen wird, ah komm, ich will mehr Gipfel sehen, ich will mehr machen, ich brauche mehr Meter, ich brauche mehr Höhenmeter. Das ist auch bei dieser Tour gar kein Problem, denn wir können die ganze Tour beispielsweise über den Patscherkofel planen und haben hier gleich schon mal wieder 200 Höhenmeter mehr. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr von der Vigarspitze, wenn ihr hier absteigt, nochmal links abbiegen und geht auf die Neunerspitze. Bei der Neunerspitze muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Aussicht von Vigarspitze und Neunerspitze ziemlich ident ist und die Vigarspitze, wenn es einem wirklich nur um die Optik und die Aussicht geht,
eigentlich schon ausreicht. Wer aber noch den ein oder anderen Meter eben dazu machen will, der kann auch nochmal absteigen, 9er Spitze hoch und wieder zurück. In diesem Sinne, das ist eine schöne Wanderung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar darauf hinweisen. Das ist eine leichte Wanderung mit einem massiven Anspruch an die Kondition. Technisch gesehen ist sie wirklich trivial. Es gibt keinerlei größere Schwierigkeiten. Ich muss aber trotzdem darauf hinweisen, dass es trotzdem immer noch eine Wanderung ist, teilweise im etwas schrofigeren Gelände. Das Gehgelände bleibt Gehgelände. Trotzdem sind die Umstände manchmal nicht so, dass man sagen kann, dass man gerade wie auf der Autobahn wandern geht. Behaltet auch immer im Hinterkopf, dass eine Tour nicht nur technisch euch zugeschnitten sein sollte, sondern ihr auch im Sinne der Kondition darauf vorbereitet sein solltet. Und ich würde mir wünschen, dass ihr bei dieser Tour mal vorbeischaut und mir erzählt, wie ihr sie gefunden habt. Das ist eine Tour, bei der ich euch sagen kann, dass sie dafür, dass sie in einem Skigebiet anfängt und in einem Skigebiet endet, tatsächlich einiges an Einsamkeit verspricht und einige schöne Momente. In diesem Sinne, wenn ihr euch leichtere Wanderungen mal interessieren, leichte Bergwege, leichte Bergtouren, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr möchtet, dass ich euch diese Tour beim nächsten Mal auch live direkt mit Video zeige, dann schreibt auch gerne das in die Kommentare. Dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen, wie es dort so tatsächlich aussieht. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!